Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Conquest mit mir, Leviathan 2. So, die letzten beiden Parts waren absolute Fail-Parts. Wir haben gegen beide der schwächeren Länder hier verloren. Was uns nur noch mit einer Möglichkeit lässt. Trainieren! Gut, ja, hier ist jetzt nicht so viel, dass wir besiegen können. Aber es sind die stärksten Gegner hier. Ich muss nur noch schauen, haben wir jetzt hier den Trainer, den ich suche? Nein. Hier oben auch nicht. Ja gut, dann von mir aus halt. Dann trainieren wir hier einfach. Genau, mit all euch. Also ich sag jetzt mal, wenn let's go. Wenn Glutex sich weiterentwickeln würde, wäre es cool. Das gleiche für Reptain. Bei Pupi, bei Lavita und dem Goffding habe ich da die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Aber zuerst einmal hier trainieren wir einfach mal, wie es geht. So, funktioniert doch. Weiß gar nicht, was die im letzten Part so Probleme mit Treffen hatten. Rotomorph ist nicht ein Gegner, den ich angehen kann hier. Und auch Rehorn und das Kiesling sind nicht so die tollen Gegner. Das ist also eher für Reptilien gemacht. Der kann sich aber nicht mehr bewegen. Ah, ouch. Gut, Glutexo, du machst hier den Stein kaputt. Bullshit. Nee, einfach. Ja, du gehst einfach mal hier hin. Nein, noch nicht ganz. Ja, dich kann ich jetzt noch hier nach unten bringen. Ich sag, du bist jetzt nicht gerade so die große Hilfe und wirst es auch nicht sein. Ja, kommt dann hier angreifen. Ja, es wird wieder recht kompliziert hier werden. Also gut, zuerst einmal so. Ich hab mir schon gedacht. Oh, macht auch ein bisschen was vergiftet. Ja. Ich hätte am liebsten den Stein zerstört. Dafür bin ich aber zu spät. So, auch wenn ich jetzt eh nicht mehr treffen kann, kann ich immer noch den Kiesling dort hinten treffen. Können, nicht müssen. So, dann hier mal den Stein kaputt hauen. Behältst das. So, du setzt jetzt Courage ein. Denn du hast die Courage hier, dem armen Ampharos zu helfen. Denn du triffst. Zack. Pion Scorra ist besiegt. Das ist schon mal eine gute Sache. Reptane, du kommst hier lang. Texte, du kriegst jetzt den gleichen Schlag ab, aber hier kannst du schon mal das aufmachen. Dann sollte er. Ja, er kommt im nächsten Zug immer noch nicht hin. Oh Gott, wie langweilig. So, Ampharos kriegt wieder einen Schaden. Ja. Texte kriegt noch mehr Schaden. Glutexo gehört auch zu denen, die ich jetzt noch gerne für den Moment weg von hier bringen möchte, damit sie nicht noch sterben. So. Genau, Genauigkeit geht nach unten. Reptin. Ja, wo? Nein, möchte ich nicht. Du. Genau. Da kann die Reichweite noch steigen. Ist mir egal. Du, Reptane, kommst hierher und machst den hier kaputt. Perfekt. Dann, Ampharos, du darfst dich auch nach hinten bewegen. Ja, du bist eh schon vergiftet, also nimm gleich noch ein Bad. Ah, du kannst doch nicht angreifen. Schade eigentlich.
Und ich kann aber angreifen, wenn ich treffen würde. Ich glaube, das größte Problem bei meinem Pokémon ist ihre Genauigkeit. So. Ja, sonst muss dann halt noch Reptane den Rest erledigen. Also, was heißt da, muss da noch, muss eh noch. Ja, ouch. Noch mehr ouch. So, Ampharos, deine Chance, wieder zu beweisen, dass du doch was drauf hast. Zack. Du enttäuschst nicht. Hier können wir versuchen, Rehorn auf die altmodische Art und Weise vom Fernkampf niederzumachen. Dong. Und hier gehen wir dann einfach so. Ja, du kommst eh nicht hin. Können wir gleich Reptin rüber schicken und das für uns beenden. Und dann natürlich noch gegen Rehorn. Oh yeah. Potion. Gut, ja, du kannst eh nichts machen, also lasse ich es eh gleich sein. Rehorn ist jetzt den ich eigentlich noch... Ja, du greifst genau den an, der dich umbringen wird. Deine Attacke, die ihm fast nichts raubt. Die Reichweite ist eingeschränkt, das habe ich aber kein Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Ich mach dich ja sowieso kalt. Hier, wo ich stehe. So, Sieg. Paar extra Punkte. Ja, also... Mal schauen, vielleicht... Vielleicht nicht. Ja, wir nehmen... Ach, wir nehmen doch eh alle mit. Also kannst auch du mitkommen. Wie wär's mit hier? Ja, keiner will sich entwickeln. Die anderen sollen ruhig trainieren, wie sie es für richtig halten. Kein Gegner wird sich getrauen, mich hier anzugreifen. Für das bin ich dann doch noch ein bisschen zu stark. So, dann können wir weiter hier trainieren. Jetzt ist er aufgetaucht. Perfekt. Ja, was ich noch haben wollte, war ein Sichlor. Jetzt, den holen wir uns, garantiert. Und wenn wir Glück haben, dann kommt er sogar recht gut mit seinem Sichlor aus. So dass wir ihn auch wirklich verwenden können. Sonst müsste ich halt schauen, was ich mache. Weil Luxtra ist zwar stark und alles, aber... Ihr habt ja gesehen, wie es so mit dem Treffen hat. Nichts als eine Spezialität. Rehorn ist dort, das möchte ich da nicht unbedingt mit. Ach, das sind alles so blöde Gegner für meine Pokémon, die da rumstehen. Ja. So. Genau, du greifst an. Bam. Treffer und Strike. Du gehst hier ein bisschen zurück. Du hast nichts hier verloren. Hier können wir noch den Stein kaputt machen. Sichlor ist zum Glück gegen Gesteinsattacken empfindlich, gegen Blitzattacken empfindlich, gegen Feuerattacken empfindlich. Ich glaube, es gibt kaum etwas, mit das wir ihn nicht treffen können, das ihn nicht weghauen wird. Nein, ich möchte eigentlich den Stein noch gar nicht loswerden. Und auch hier komme ich noch... Ach, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ja, geh du mal hier hin und warte ab. Glutexo könnte darüber gehen, aber... Ja, komm. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Kann mich sowieso nur allenfalls Rattan oder Sichlor dort angreifen. Und den Rest lassen wir mal. Rehorn soll kommen, beziehungsweise Rattan soll zu Rehorn gehen. Wieso sage ich immer Rattan? Reptane. Genau, und du... So... Jetzt hast du alles so gemacht, wie ich es gerne hätte, Sichlor. ...60 zu 95%.
Ja, dann versuchen wir es zuerst mal auf die altmodische Art und Weise. Thunder. Super effective. Damit sollte uns Sichlor sicher sein. Und, ja, wie mache ich jetzt weiter? Am besten so. Klang böse. So, und mit Luxtra habe ich jetzt hier auch nichts mehr verloren. Das ist jetzt noch ein Kampf für die anderen, hauptsächlich für Reptane. Deine Chance. Lavitar kann auch nicht mehr viel machen. Sie kann vielleicht noch etwas. Ja, hauptsächlich Reptane. Vielleicht noch das Stolunio für den Glutexo, aber sonst gut. End your turn, yes. Sein Zug. Hab ich mir schon gedacht, dass du so. Ja, du triffst nicht einmal, das ist auch gut. Oh nein. Armes Ampharos. Oh, mach nicht, tut ihm mal so weh. Und Stolunio greift auch noch an. Gut, deine Genauigkeit geht runter. Dafür greife ich dich jetzt so an. Macht zwar nicht viel Schaden, aber macht immerhin Schaden. Damit ist auch noch ein bisschen am Kampf beteiligt. Hier gehen wir auf Kollisionskurs. Ja, zieht noch was ab. Damit kann ich leben. Ja, auch Onyx gehört uns. Und wir haben Geld erhalten. Dann natürlich mit Glutexo noch auf Stolunio. Ja, macht nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hätte. Eigentlich habe ich auch gar nicht so viel gehofft. Ja, genau. Du bist da noch. Ich gehe jetzt einfach ins Gift. Who cares? So, gut. 14. Paralysiert. Du gehst noch hier hin. Artist. Dann hoffen wir, dass Lavita hier noch den finalen Schlag machen kann. Nee, reicht nicht. Egal, wir haben ja immer noch Glutexo für den nächsten Zug. Im nächsten Zug sollten wir auch fähig sein, Rioron 1 zu verpassen. Gut, trifft nicht. Ja, du greifst beide an. Das war ja irgendwie logisch, obwohl du einen gar nicht triffst. Rihorn ist wohl auch nicht so das Trefferding. So, dann zuerst Rihorn. Noch mit Pflanzenattacken fertig machen. Und, ja, du wirst noch zerbissen. So, wieder ein Sieg. Hat nicht sehr viel gebracht. Ja, zwei sind aufgelevelt. Wenn sich jetzt Glutex auch nicht entwickelt, so haben wir immerhin Sichlor erhalten. Ja, der ist schon auf vollem. Och, das ist doof. 40 ist natürlich überhaupt nichts. Ja, bleibt hier nichts anderes übrig, ja. Was mache ich dann jetzt mit... Ich denke, ich brauche keine zwei... Ich brauche keine zwei Elektro-Pokémon, die alles für mich erledigen. Deshalb bin ich eigentlich... Brauche ich Luxtra nicht mehr. Die Frage ist, was hole ich mir? Käfer-Pokémon wäre interessant. Ich könnte hier Pion Scorra rüberholen. Das würde dann zu Pion Draghi werden und einen guten Giftmisch abgeben. Oder ich hole mir ein Wasser-Pokémon. Da würde ich auf Plinfa tendieren. Ne, ich glaube, ich hole mir noch Pion Scorra. Und gleich jetzt, dann kann es noch mittrainieren. Und werde dafür Luxtra abgeben. Stark genug. Und wenn wir das dann wirklich... Ja, es bringt halt nichts, solange ich keinen
Sichler selbst fangen kann. Das müsst ihr dann wahrscheinlich hier drin nehmen. Ja, ist nichts. Außer Yukimura. Hallo Yukimura. So, ja. Wie viel? Jetzt muss ich gleich noch die Info anschauen. Wie viel hat denn der? 45. Von Maximum von 46. Oh Gott. Ist ja auch so schlecht. Gut, dann schauen wir jetzt noch nach Plinfa. Irgendwo muss doch noch ein gutes Pokémon versteckt sein. Plinfa hier. Würde zu im Podium werden. Das wäre gar nicht mal so eine blöde Idee. Braucht halt noch einiges an Training. Wassertyp würde auch mir nicht wehtun. Das Einzige, was ich halt noch versuchen könnte, wäre, wenn ich... Ja, das könnte man... Ja, ich gehe mal nachschauen. Wenn ich jetzt natürlich hier irgendwo einen Pionscorer finde, dass man... dass man sich fangen kann. Nee, nur ein Melzer, aber da gehe ich davon aus, dass da auch noch bis zu 40 sind. Ja, wenn man da ein Wildes fangen könnte, wäre die ganze Situation wieder was anderes. Das sieht nicht so aus. Nichts. Scorer-mäßiges. Ach. Kampf-Pokémon wären auch nicht schlecht für den Kampf dort hinten. Ja gut, wir schauen, was wir da machen im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.